13 Tipps für gute Tierfotos im Zoo. Tipp Nummer 1, du brauchst natürlich ein Zoom-Objektiv. Ich hatte das 70-200 dabei an der Alpha 6100, also einer APS-C-Kamera, daher quasi Brennweite bis 300 mm. Ich habe ein bisschen gemerkt, es wäre manchmal noch gut gewesen, eine etwas kleinere Brennweite zu haben für so Übersichtsfoto. Aber das war jetzt nicht so schlimm, dass ich den nicht dabei hatte. Dein Hauptmodus wird sein der Modus S, wo du also die Zeit fest einstellst, wenn die Tiere ruhig sind. Dann reicht ein 250stel, das ist ja immer so ungefähr Kehrwert der Brennweite. Bei beweglichen Tieren, das soll heißen, die sind agil unterwegs, eine 800stel, manchmal ist ein bisschen mehr vielleicht sogar nötig. Problematisch ist halt, wenn du drinnen fotografierst. Ich habe im Affenhaus sehr schlechte Ergebnisse gehabt, weil ich halt ISO sehr hoch gestellt habe, um noch was zu bekommen. Und ich muss sagen, alles über 1600 ist bei der 6100 halt doch nicht so schön. Man kann das ein oder andere mit dem KI-Entrauschen von Lightroom retten, aber es ist halt auch immer so das Ideale. Fokus legst du auf die Augen, das ist ja wie bei der Porträtfotografie. Im Einzelfall kann es mal sein, dass du nicht das vorderste Tier nimmst, sondern eher ein hinteres Tier, was eben freier dasteht. Das habe ich teilweise auch gemacht und das vordere Tier dann im Photoshop mit Generative Fill dann wieder rausgenommen. Die Serienbildfunktion wird oft empfohlen. Ich muss allerdings sagen, bei der 6100, da kann ich so schnell hintereinander drücken, dass ich die Serienbildfunktion nicht genommen habe. Natürlich wirst du vielleicht bei Actionfotos, also ich hatte einmal einen Löwe, der losgesprintet ist und wollte eine Ente in seinem Gehege fangen, hat er aber dann nicht gekriegt. Da war ich natürlich dann zu langsam, ansonsten nicht mit der Reaktion zufrieden, habe auch ein paar ganz schöne Ausdrücke bekommen, ohne Serienbildfunktion. Die Problematik bei der Serienbildfunktion, du kommst ja immer mit gefühlt Tausenden von Bildern heim, ich bin so schon mit 400, knapp 400 heimgekommen und dann musst du erstmal vorsortieren, nochmal sortieren. Es wird einfach dann immer noch mehr. Deshalb bin ich persönlich kein so Freund von der Serienbildfunktion. Aber natürlich, wenn du Actionfotos haben willst, ist es fast unerlässlich. Dann normalerweise Continuous Autofokus. Die Tiere werden sich doch ein bisschen bewegen. Manchmal auf automatischen Autofokus setzen. Ich hatte einmal Schwierigkeiten, eine Spinne, die halt wirklich ganz ruhig saß, zu fokussieren. Da müssen wir halt wieder den Steady einmachen. Natürlich Reserveakkus mitnehmen. Ist ja bekannt, dass die 6000er-Reihe bis auf die 6 und 6.7 einen relativ schwachen Akku hat, wobei ich finde es gar nicht so schlimm. Also wenn man Flugzeugmodus reinmacht, mir hat er jetzt den ganzen Tag gehalten. Es war aber nicht ganz kalt. Doch, am Morgen war es sogar noch kalt. Aber es war auch ein original Sony-Akku, den ich dabei hatte, aber der war dann da ziemlich leer am Abend. Wenn du hinter Glasscheibe oder Gitter fotografierst, das ist ja leider meistens der Fall, dann ist eine offene Blende wichtig. Die ist eigentlich sonst fast immer wichtig und du solltest möglichst nah dran. Denn dann haben wir den Effekt, dass das Gitter verschwindet oder auch die Glasscheibe verschwindet. Weil, wenn du dann etwas weiter in der Entfernung fokussierst, dann ist die Schärfetiefe ja auf das Objekt in der Ferne. Und das kann dazu führen, dass die Tapsen auf der Scheibe quasi wie wechseln, wenn es halt nicht so schlimm ist, oder sogar ein Gitter verschwindet. Wenn du aber eine gewisse Entfernung hast vom Gitter, also wenn du nur relativ weit entfernt vom Gitter bist, wirst du es halt einfach mit drin haben. Zieh dich in dem Zusammenhang möglichst dunkel an, nicht damit du nicht gesehen wirst, sondern dass du wenig reflektierst in der Glasscheibe. Beachte den Zeitplan. Was gibt es Besonderes bei zum Beispiel Löwenfütterung, Affenfütterung, Pinguinspaziergang? Wobei Pinguinspaziergang ist eine Geschichte, die ist sehr für kleine Kinder und da kann man, konnte ich jetzt nicht fotografieren, aber es war nett, die kleinen Watschler zu sehen, wie sie da unterwegs waren. Dann hab Geduld. Es kommt dann immer wieder vor, dass nichts passiert. Ich hatte das beim Löwen mal. Der lag einfach nur ruhig da, hat sich nicht bewegt. Und dann heißt einfach warten und Geduld haben, bis sich was tut. Notfalls kann man mal zum anderen Gehege gehen und später wieder zurückkommen. Dann ein Punkt, den ich total vergessen hatte. Es macht immer Sinn, die Infotafel zu fotografieren, damit du später weißt, was du da eigentlich überhaupt fotografiert hast. Dann ist natürlich auch hier die Bildkomposition wichtig. Zum Beispiel die Drittelregel beachten, der Horizont bitte gerade ausrichten, kann man natürlich später auch noch machen. Nicht immer muss man alles stur nach Regel machen, aber im Großen und Ganzen sieht es dann doch oft auch besser aus. Wenn du kannst, geh möglichst unter der Woche, denn dann ist nicht so viel los.
Wir waren jetzt unter der Woche zwar an einem Donnerstag, aber halt zwischen den Jahren und da haben die meisten frei. Es war zum Teil schon sehr voll. Das waren die 13 Tipps für tolle Fotografien im Zoo. Hast du noch weitere, dann gerne unten in die Kommentare und ich freue mich natürlich auch über ein Like. Vergiss das Abo nicht, falls noch nicht geschehen und schau auch das Video an, was jetzt gerade eingeblendet wird. Mach's gut, bleib gesund, bis gleich.